Es gibt überhaupt kein Ende, Alter. Schwede, ey. Leute, hoffentlich kommt ihr nach Berlin rein. Bitte, bitte, bitte. Es ist ja schon so voll. Wahnsinn. Alter, wird das geil heute. Wer das gerade schon von einem Kumpel von mir gehört, der musste heute leider zum Flughafen und kann heute nicht in Berlin sein. War sehr, sehr traurig. Aber ich, wenn du es jetzt siehst, ne? Das ist. Also ich glaube schon, das war 2019 toppen. Ist der Hammer. Der absolute Hammer. Guckt euch das bitte an. Hey, guck mal jetzt. Das gibt's ja gar nicht. Du siehst kein Ende. Du siehst einfach kein fucking Ende. Geilomat. Es geht um uns alle. Stopp die Ampel, stand da gerade drauf. Es ist einfach wirklich so. Es geht jetzt wirklich um. Ey, Leute, wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, dann brauchen wir es nie wieder versuchen. Dann war es das. Ich meine das ernst, wirklich. Ist auch für ihn, was für ein kranken Land leben wir, dass die Ernährer auf die Straße gehen müssen, um darum zu bitten, weiter arbeiten zu dürfen. Da siehst du einfach mal, wie verrückt geworden diese Welt ist. Nein, die Welt kannst du nicht sagen, sondern wir, diese wohlstandsverwöhnte Gesellschaft, die wirklich meint, dass das alles komplett normal ist. Dass ich von morgens bis abends meinen beschissenen Kühlschrank voll habe und mich da jederzeit bedienen kann. Und im Supermarkt ist es einfach immer alles da, ist klar. Ich verstehe es nicht, wie es so weit kommen konnte. Ich begreife es wirklich nicht, Leute. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen ganzen Hokuspokus jetzt ein Ende machen. Meine Fresse, du. Unfassbar. Fechter, so unser Niedersachsen. Und ich habe jetzt wieder 10 Minuten nicht gefilmt. Es nimmt kein Ende. Leute, ich sag's euch, es ist unglaublich. Der absolute Kracher, was hier abgeht. Wahnsinn. Wirklich, also das ist jetzt wirklich, das sagt man, glaube ich, wenn überhaupt nur einmal im Leben. Also wir erleben hier was Historisches gerade. Was absolut Historisches. Wacht auf, Freunde. Wacht auf. Jetzt ist unsere Chance, dass wir dieses Land nochmal auf Kurs bringen für eine bessere Zukunft. Wirklich, es ist jetzt keine abgedroschene Phrase. Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Leute, echt.